Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forris 82 und ich habe ein Paket bekommen von, halt euch fest, Nameless Media und da ist die Edition drin von The Tournament. Ich hätte schon mal ausgepackt, zumindest ein bisschen rausgeholt, denn der große Karton war etwas sperrig, denn da ist noch eine weitere Edition drin, die ich euch auch bald zeigen werde. Aber heute geht es echt um The Tournament Edition 100 und ich hatte echt schon Angst gehabt, dass ich ihn nie wieder bekomme oder nie sehen werde. Denn mein Account hat Probleme gemacht und deswegen, aber mit einem Telefonat hat alles funktioniert. Und jetzt ist er hier drin. Cool, cool, cool. Und wir werden jetzt gleich mal das hier ausschütten, das schöne Teil. Und ich bin auf die Edition schon extrem, extremst gespannt. Und ja, so schaut sie aus. The Tournament. Vorne drauf der Film, muss ich gestehen, habe ich noch nicht gesehen. Schande über mein Haupt mal wieder. Aber egal, jetzt wird es auch bald soweit sein. Und hier ist eben dieses schöne Steelbook drin und eben diese besondere Edition, handkoloriert. Und das ganze Teil ist auf, halt euch fest, 100 Stück limitiert. Das Steelbook gibt es nochmal einzeln, schaut ungefähr so aus oder schaut genauso aus wie das hier. Und ist auf 1000 Stück limitiert, aber eben hier in dieser schönen Edition mit. Ich freue mich auf jeden Fall wie die Sau. Auf jeden Fall hier schon mal das Covermotiv, schon mal sehr cool. Mit Einschusslöchern drauf und die Verpackung ist auch etwas, ja, angealtert, sage ich jetzt mal so. Mit verschiedenen Messerreinschiebungen hier oben. Und ja, das Einzige, was mich ein bisschen stört, es ist eine neue Verpackung und wenn ihr hier guckt, es hat schon ein bisschen das Elsitz-Ohren drin und damit abgeschlagen. Also das ist zum Beispiel. Das ist nicht so mein Drum, mein Freund. Ne? Oh, hier noch ein paar Einschusslöcher, echt cool. Und hinten drauf sieht man schon mal, was hier alles Schönes drin ist. Nämlich diese richtig coole Edition und das sehr schöne Steelbook. Und eben hier eben noch die Inhaltsangabe. Und ja, der brutalste Wettkampf der Welt hatte bisher nur eine Regel. Töte, bis der einzige Überlebende bist. Okay, klingt schon mal sehr cool. Geht 95 Minuten der Film, hat als Extras Trailer, Teaser auf Blu-ray und auf DVD, 3 Minuten Trailer, was steht da noch, unvollständig, okay, beim Dreh Interviews, Biografien und ja, auf jeden Fall, bin auf jeden Fall gespannt. Und jetzt, Trommelwirbel, wir werden es einfach mal hier aufmachen und ich habe jetzt Angst, dass mir das ganze Papier auseinanderfällt. Und da haben wir schon mal ein schönes, langes Certificated, so schaut es aus, Zertifikat. Mit dieser einzigartigen Sammeledition haben sie sich schon jetzt ein Stück der Filmgeschichte gesichert, denn die Edition dieser exklusiven Box ist limitiert. Die Nummer ihres Exemplars ist die Nummer 24 von 100 Stück, mit handschriftlich draufgeschrieben. Natürlich der Text findet man fast bei jedem Zertifikat von Filmen und eben hier drauf eben ein schönes Plakat von dem Film. Und ja, hier geht es dann weiter und in Styropor. Ihr wisst ja, wie gerne ich Styropor mag, nämlich gar nicht. Oh, was war das? Oh, was war das? Ich hoffe, ich bin nicht kaputt gegangen jetzt. So. Ich hoffe, die lebt noch. Ja, wir machen erstmal hier das Steelbook. So schaut es aus. Und auch hier ist auch die Limitierungsnummer drauf, Nummer 24 von 100 Stück. Sehr cool. Und auch hier natürlich immer über dasselbe Zeug nochmal drauf, dieselbe Inhaltsangaben nochmal. Und das machen wir erstmal auf. Also die Folie ist hier schon sehr gewagt draufgeschweißt. Oh, leck. Tja, jetzt habe ich ein schwerwiegendes Problem, liebe Filmfreunde. Ich habe eine Schere vergessen. Bin gleich wieder da. Bing! Da bin ich wieder mit dem. Mit der Schere. Ja, und jetzt werde ich hier mal ganz vorsichtig hier reinschneiden. So. Und dann holen wir uns mal das Steelbook her. Und ist mit einem Klebchen versehen. Das schaut so aus. Okay. Beidseitig bedruckt. Nicht schlecht. Okay. Und jetzt das Steelbook, was ich hier sehr schade finde, hat leider keine Prägung, aber ich finde das Covermotiv richtig cool, hat auch einen leichten Glanzeffekt dabei, aber er ist eher matt gehalten,
Also keine Fingerabdruckgefährdung hier vorhanden, deswegen auch keine Kondömchen. Und hier an der Seite eben hier, The Tournament, ist ein bisschen schwer zu entziffern, wie ich finde. Und eben hier oben das Motiv von dem Schwarzen hier, auch dazu ganz cool. Und hier noch ein paar Einschusslöcher. Wie gesagt, das wäre richtig geil gekommen, wenn das hier jetzt tiefengeprägt gewesen wäre. Absolut geil. Und wenn das Blut ein bisschen erhaben, aber leider nicht der Fall. Sehr schade, aber trotzdem sehr cool. Und innen drin haben wir dann ein Booklet, ein richtig dickes Booklet. Oh, okay, cool. Und dann hier noch die Blu-ray-Disc. Die schaut so aus. Und hier Nameless Media eben noch dran. Auch sehr schick. Und dann haben wir ein Schwarz-Weiß-Bild. Ja, das kann sie auch sehen lassen, wie ich finde. Und dann haben wir hier noch das Booklet. Und da würde ich jetzt mal sagen, tun wir mal kurz die Kamera umstellen. Und dann schauen wir uns mal das Fotobuch mal direkt an. In der Perspektive Endo. Los geht's. Jo, und hier nun das Booklet. Also ist recht klein geraten, aber trotz alledem schaut sehr cool aus. Natürlich auch dasselbe Motiv wie auch auf dem Steelbook. Hinten drauf eben nochmal ihn. Und hier nochmal eben Nameless. Und dann blättern wir hier mal durch. Auch hier habe ich auch ein paar Fehler entdeckt. Seht ihr das hier? Bisschen schlecht abgeschnitten. Aber gut, okay. Gut, und dann blättern wir hier mal durch. Battle Royale mit Killern, einen Blick auf das Tournament. Und dann blättern wir einfach hier mal durch. Mit ein paar Bilder von dem Film noch. Und natürlich auch Hintergrundinformationen über den Film. Die Gastgeber. Also ich bin auf den Film schon sehr gespannt. Mal gucken, wie mir der Film gefällt. Ein Exklusivinterview mit Scott Adkins ist hier mit da drauf. Und dann hier noch die letzte Seite und eben nochmal das hier. Und das war es auch schon von dem Booklet von The Tournament. Und würde mal sagen, wir gehen wieder zurück zum Hauptschirm. Let's go! Jo, und das war nun das Booklet von The Tournament. Aber jetzt, das wollen wir, glaube ich, jetzt alle sehen, denke ich mal, wie die nächste Edition selber ausschaut. Und nämlich diese mich hier. Das ist auf jeden Fall echt schon mal ein sauschweres Teil. Muss ich echt sagen. Echt schwer. Und jetzt werden wir mal versuchen, hier irgendwie reinzuschneiden in diese Folie, damit es ohne viel Geräuschkulisse von sich geht. Oh, leck. Oh, Alter, das ist schwer. Fuck. Ja, okay. Ja, also wirklich wahr, das Ding ist wirklich, wirklich sehr schwer. Und wisst ihr was, wir machen es wieder anders da, denn so ist irgendwie blöd, es euch zu zeigen. Ich gehe so hin in die Kamera und dann schauen wir uns mal das Ding wirklich genau an und schauen wir mal, was da alles Schönes enthalten ist. Okay? So, bis gleich hin in die Kamera. So, jetzt haben wir nun die Ego-Perspektive erreicht und begutachten jetzt mal dieses richtig schöne Drum. Ich habe schon ein wenig näher hingucken müssen. Und wir fangen einfach mal da oben mit der Schrift an. Also man kann eigentlich das Tournament sehr gut erkennen. Und hier sehen wir so Einschusslöcher, wo auch verraucht ausschauen. Sind auch wenn ihr haben hier vorne richtig steig, wie ich finde. Also echt sehr schön gemacht. Hier natürlich auch mit den Blutspritzern. Sehr cool. Und natürlich hier auch nochmal ein Einschussloch, wo das A ein bisschen ein Stück fehlt und vom M was fehlt. Das schaut hier oben so aus. Und natürlich hier überall die richtig coolen Blutspritzer, also richtig auch innen drin, in den Buchstaben drin. Sehr stark. Und man sieht auch, dass es auch handkoloriert ist. Und wenn man jetzt hier rüber geht, haben wir hier bei der Blutlache einen Glanzeffekt, den man gut erkennen kann. Und hier noch dann die Hülsen von den Patronen auch schön hinzugefügt. Die zwei hier oben liegen eben so offen da. Gut, okay, hier erkennen wir jetzt ein bisschen, dass ihn geschludert wurde. Und hier, wenn man sieht, dann die Heilige Bibel. Warte mal, ich muss mal kurz anders nehmen. So. Und hier erkennen wir ein bisschen, dass das Grün ein bisschen künstlich ausschaut, extrem hellrot ist. Aber trotzdem wirklich sau cool. Und auch die Bibel an sich selbst ist hier. Oh,
Na, ist leider nicht rau, sondern ist einfach, ist eher glatte Überfläche, aber schaut, ist eher rau aus, aber ist eher glatt gehalten. Und hier nochmal so Holy Bible, also auch hier denkt man, dass wirklich das, richtig das Blut rüberläuft. Also ist eigentlich trotzdem sehr schön verarbeitet. Dann drehen wir mal rum. Und natürlich schaut es aus wie ein Buch. Und hier haben wir dann eben das, den Schuber, wo man eben jetzt das D-Book reinmachen kann. Und wenn man hier genau erkennt, ist eigentlich die Größe auch für ein Mediabook da. Also man könnte auch ein Mediabook reinstecken, wenn man das Mediabook hätte. Aber dafür gibt es eben diese Wattepäuschen. Und dann kann man die dann nämlich hier so nebenbei reinschieben. Und das D-Book passt da auch wirklich perfekt rein. Aber leider haben wir hier keine Filzauslegung. Das ist einfach das Ganze, na, ein bisschen, na, das ist schon fest. Also da sollte man lieber nicht das D-Book so reinlegen, sondern schon eher noch in eine Schutzhülle reintun, weil sonst kann es leicht zerkratzt werden. Und natürlich auf der Rückseite und auf der anderen Seite auch nochmal hier die Buchform. Und unten haben wir hier ein Vlies, also das ist hier nicht, das rutscht nicht so schnell weg. Was ich sehr schade finde, dass auf der Edition keine Limitierungsnummer drauf ist. Wirklich sehr schade, natürlich hier auch extrem anfällig an den ganzen Staubflecken, wie ihr seht. Obwohl ich den Tisch vorher abgewischt habe, obwohl es nicht so ausschaut, aber ist wirklich abgewischt worden. Ja, auf jeden Fall trotzdem, das Ding ist wirklich echt sehr massiv und auch extrem schwer. Also ich werde es mal auf die Waage stellen und mal jetzt hier drunter dann das Gewicht reinschreiben. Denn das ist wirklich echt ein richtig schweres Teil und ich finde es echt sehr schön. Auch hier oben dann dieser Eingriff, um das D-Book rauszuholen, finde ich auch richtig klasse. Hier nochmal eine Draufsicht nochmal von dem Ding. Und da erkennen wir jetzt auch sehr gut eben diesen Glanzeffekt von dem schönen Teil. Und echt auch hier vorne ist noch ein bisschen Glanzeffekt dabei. Also ich finde es einfach nur richtig klasse und für 100 Euro, was es gekostet hat, ist es echt eigentlich ein guter Preis, was man für andere Editionen noch so bekommt. Für einen Preis ist es wirklich echt sehr edel gemacht. Okay, das D-Book hätte eine Prägung vielleicht noch verdient, aber trotz alledem finde ich es echt sau cool und man echt, kann echt froh sein, diese Edition bekommen zu haben, denn ich finde sie echt richtig stark. Ja, natürlich gibt es da einiges auszusetzen, eben wegen der Größe hier. Warum macht man es ja gerne kleiner, aber im Endeffekt ist es auch nicht so schlecht, weil dann kann man hier noch eben diese Schaumstoffpatzen reinmachen, damit es eben nicht so viel zerkratzt wird, das D-Book. Also trotzdem sehr cool, nochmal hier von der Seite, nochmal hier diese Schrift. Also auch überall sind diese Blutspritzer dran, nicht nur auf der einen Seite. Und echt, also ich finde es wirklich cool und gelungen und bin jetzt echt froh, das in meiner Sammlung zu haben. Und gefällt mir richtig, richtig gut. Und nochmal drehen und wenden. Also ist auch nicht so, dass man was abbrechen kann, das ist wirklich schon sehr massiv. Also natürlich, wenn man jetzt hier ranzieht wie ein Schmied, dann geht es natürlich kaputt, aber so ist es schon sehr stabil gebaut. Ja, jetzt geht es wieder zurück, nochmal kurz zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, da bin ich wieder und was soll ich sagen, eine richtig coole Edition. Ich bin wirklich jetzt sehr froh, das bekommen zu haben und wie gesagt, mir gefällt sie wirklich sehr gut und ich bin echt froh, sie doch noch bekommen zu haben, denn ich dachte wirklich, das Thema ist für mich erledigt, aber durch das gute Telefonat mit Nameless hat es auch wunderbar geklappt und jetzt hier mal also auch zeigen nochmal, so. Hier nochmal zum Gutachten. Und ja, liebe Filmfreunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leider ist die Edition komplett ausverkauft. Also es ist keine Möglichkeit, mir noch welche zu bekommen. Ich habe auch nochmal nachgefragt für einen Kumpel für mich, ob so eine übrig ist. Aber leider ist die wirklich restlos ausverkauft. Und ja, deswegen bin ich auch umso froh, die in meiner Sammlung zu haben. Echt cool. Und ja, liebe Filmfreunde, das war's von mir. Es kommt bald noch ein weiteres Unboxing-Video von Nameless Media. Denke mal, wird am Morgen kommen. Und zwar von Nackige Waffe. Ja, auf jeden Fall. Und das war es erstmal von mir. Schaut auf jeden Fall bei Nameless Media mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Hat auch andere frische Sachen mit dabei. Und ja, das war's von mir. Und bis zum nächsten Mal. Euer Forrest 80. Tschüss mit Ö und Bis.